Was passiert, wenn man Zeit selbst mit dem VIP-Eimer einsperrt? Der Eimer ist eine Belohnung, die man bekommt, wenn man ein perfektes Date abschließt. Oder in meinem Fall einfach cheatet. Und wenn man diesen Eimer jetzt platziert, was ich jetzt überall hier in diesem Haus mache, dann werden alle Leute, die in der Nähe von diesem Eimer sind, okay, wir sperren Sarah und Manuel jetzt für 24 Stunden in diesem Haus ein. Und sie dürfen machen, was sie wollen. Ich werde nicht eingreifen. 3, 2, 1, let's go. Noch geht es beiden einfach nur okay. Wir sehen uns das jetzt mal an. Und dadurch sind beide kokett geworden. Perfekt. Fangt jetzt bitte auch an zu flirten. Nee, bis jetzt bleibt alles sehr freundschaftlich, aber immerhin verstehen sie sich. Ich würde mich übrigens in der Zwischenzeit freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Danke. Manuel hat sich in der Zwischenzeit ausgezogen. Manuel ist mittlerweile verspielt. Nein. Wir wollen doch, dass sie sich näher kommen. Und sie haben das erste Mal miteinander geflirtet. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, es geht los. Den Liebesbalken aktiviert. Oh, und Manuel bekommt jetzt eine Massage. Das könnte der nächste Step in die richtige Richtung sein. Oder auch nicht. Und damit sind die 24 Stunden vorbei.